So. Ich glaube, wenn dann einer random einschläft, dann ist es eher Garb. Und nicht Kevin Bisch. Nicht Ruffy, meine ich. So. Schon 1000 K.O.s irgendwo plötzlich rausgeholt. Moment, da lagen wir schneller. Wie schnell soll Hakumas Geschwindigkeit sein? Yes! Hier draufhauen. Machen wir es mal in Hakuma. Bleiben Sie mal hier. Ja, ne? Ich bleib dann mal hier oben. Sieht schon geil aus, was er hier macht für Sachen. Was? Okay. Irgendwie bin ich gerade in Pika drin. Wo ist denn der Kopf? Treffe er den Piraten immer dann, der in Pika drin steckt. So. Ist Pika überhaupt noch angreifbar? Ich glaube nicht. Oder? Ich habe zumindest jetzt gerade nicht treffen können mehr. Okay, Pika hat aufgehört. Pika ist so schnell, er kann einfach in seine Gegner rein teleportieren. Also ich würde behaupten, es ist ja eindeutig der schnellste Charakter. Ich glaube, da kann wahrscheinlich Rage auch nicht mehr mithalten. Selbst in seinem normalen Modus ist der echt Highspeed einfach. Hallo Pika, guck mal, ich hab da was für dich. Nennt sich Hakuba. Irgendwie weißer Dämon oder so soll das, glaube ich, bedeuten. Oh, hallo Ruffy, irgendwo in der Nähe. Der kann einfach nichts. Also Pika gerade. Einfach nur rumgescheucht hat die ganze Zeit. Hakuba ist so hart einfach gerade. Zu spielen, lieber bevor wir schlafen gehen. So schlimm. Morgen!
本体は必ず一個体。分かれることはない。 Schon cool gemacht. Recht ähnlich auch wie im Manga. So, dann haben wir Pika schon mal besiegt. So, und jetzt der hinten zu Bartolomeo. Jo. So, Bartolomeo, lass mich dir mal ein bisschen helfen. Also das Spiel hält sich schon ziemlich gut an die Anime-Manga-Vorlagen. Natürlich nicht hundertprozentig, weil da müsste man eine ganze Menge mehr Charaktere hier reinpacken. Aber man versteht, worum es geht. Oh, ich habe noch die Hälfte meines Lebens. Ich habe so viel Schaden genommen. Ups. Ich sollte vielleicht noch irgendwo mal heilen. Oder eben nicht und ich mache dadurch mehr Schaden jetzt. Und wieder nach oben. Oder auch nicht. Wo komme ich hier nach oben? So, wir haben wieder ein bisschen mehr Zeit dazu gewonnen. Muss nur noch einmal hochlaufen. Und alle verlassen aktuell so ein bisschen das Schlachtfeld, um hier den Vogelkäfig mal ein bisschen zu bremsen. Schon mal weg. Weiter nach oben. Hier ist ein... Hier hoch? Nein. Da vorne kann ich hoch, ja. So. Sidequest. Ich muss abdrehen. Wie komme ich hier nachher wieder hoch, ist die Frage. Irgendwie. Springen wir einfach runter und gucken mal. Hakuba-Time! Wieso klingt Ruffy wie eine Frau? Weil er von einer Frau gesprochen wird im Japanischen. Das ist gar nicht mal so unüblich. Joa, bei Anime, dass auch männliche Charaktere von Frauen gesprochen werden. Ich glaube, Naruto wird auch von einer Frau gesprochen, maybe. Zumindest die Charaktere, die jetzt nicht so hundertprozentig Manly Mans sind. Ja, sag ich doch, Charaktere, die nicht so hundertprozentig Man-Mans sind. Wobei bei Goku, wenn es Kinder sind, ist es meistens auch noch von Frauen. Und die haben einfach bei Son Goku einfach die gleiche Voice-Actorin durchgehend drin gelassen seit Anfang an. Von daher, wahrscheinlich lag es daran.
Ja, die von Goku ist ja auch schon, keine Ahnung, bei 80 oder so. Die spricht ihn ja seit, weiß nicht, seit den 80ern. Oh, Fujitora ist ja dann hier aufgetaucht. So, und aufs Maul mit dir. Ruffy würde auch eine. Stellt euch mal vor, dass Ruffy halt die gleiche Stimme hätte wie. So eine tiefe Stimme wie Zorro. Bei Zorro ja, aber. Ruffy. Das fand ich so ganz passend. Und Fujitora down. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder hochkommen. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg da vorne. Noch ein paar raus. So, Fujitora geht auch den Vogelkäfig aufhalten. Wenn ihr euch fragt, was der Vogelkäfig eigentlich genau sein soll, das ist wieder so ein Riesenkäfig, den halt er aufgebaut hat. Und der wird, geht halt immer enger in die Mitte rein. Und die sind halt eben einfach messerscharfe, ja, Fäden. Sprich, wenn man die berührt, schneiden die einen so ein bisschen ein. Und damit wollte er die halt alle hier so ein bisschen in die Enge drücken und sie damit töten. Was denn? Er wollte ja schon das quasi so ein bisschen wie ein Spiel machen und deswegen hat er es einfach langsam gemacht. Er könnte das auch schneller machen. Macht er teilweise auch im Manga irgendwann. Das ist ein bisschen beschleunigt und dementsprechend alle versuchen gerade an den Rändern das so ein bisschen gegenzuhalten, damit er nicht so schnell zugeht. So, ich muss Diamant jetzt noch eine Abreibung verpassen. Dann gönne ich mir jetzt eben noch schnell hier noch die 2000 K.O.s voll. Ich kann mir vorstellen, dass danach dann vorbei ist. Wahrscheinlich sind bei Diamante oben auch noch ein paar Gegner, aber. So, reicht. Dann machen wir theoretisch das, was Kyros im Manga gemacht hat. Der hat nämlich Diamante fertig gemacht. Auch hier oben auf dem Sonnenblumenfeld. So. Wieso? Wo? Ich sehe gerade nicht, was du meinst. Ich habe übrigens gerade die ganze Zeit, die letzten, keine Ahnung, 10 Sekunden nicht aufs Spiel geguckt. Aber ich habe trotzdem gewonnen. お二人も奪われて溜まるか。お父様。すまなかった。レベッカ。未来のない。おもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。 今日で最後だ。もう戦わなくていい。
War natürlich im... Oh, es geht sogar noch weiter danach. War natürlich im Manga ein bisschen epischer gemacht, aber das war's so prinzipiell. Was mir da einfällt, Trebol haben wir auch noch gar nicht gesehen. Wurde der komplett weggelassen? So. Lore hat 500 Gegner besiegt. Ich habe 2000 Lore. Gib dir mal mehr Mühe. Oh, Bellamy? Ja, Bellamy und zwei Flamingo-Klone. Let's go. Ja, jetzt ist auch mein Chat wieder geladen. Nachdem wir gerade ein bisschen... Ja, das war nicht einfach wichtig genug. Weiß einfach the fuck. Black Knight? Ist das ein schwarzer Ritter hier oder was? Also Hakuba ist echt verdammt krass. Oh. Kontrolliert und wieder zurückgekehrt. Der Schnuller-Typ. Ne, dieser Trebol ist anscheinend nicht drin, würde ich sagen. Weil ich ihn bisher noch nicht gesehen habe. Und Senior Pink auch nicht. Oh. Team Komacht von so einem Too Much Flamingo. Eigentlich müsste ja so Schwerttypen wie er ziemlich gut sein, einfach so schnell die ganzen Fäden einfach durchzuschneiden. Kein männliches Battle. Ja. Oh. Flamingo hat sich zurückgezogen. Und weiter zum Dach hoch. The Real Phoenix! Danke für 7 Monate Treue. Super geil von dir. Bin wieder runtergefallen. So. Don Quixote de Flamingo. Aber ist das jetzt schon der Final Battle? Das ist schon ein bisschen unepisch, mit Cavendish Flamingo zu verprügeln, aber gut.
Plötzlich hat der Flamingo einen Bowlingkugel als Kopf. Aber gut. Hakuba-Time. ヒーローのマネ事か。俺の邪魔をしやがって。違う。お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて、俺の仲間を怒らせた。お前と鳥籠が俺の邪魔だ。 Ich bereue es schon ein bisschen, nicht mit Ruffy zu spielen. Wobei ich sagen muss, Hakuba ist auch verdammt cool zum Spielen. Cloning Time? Nee. Er hat nur Over irgendwas aktiviert. Okay, ich habe gerade absichtlich noch mal ein bisschen gewartet, ob er irgendwie noch ein bisschen Text hat. Aber ich glaube, Ruffy hat ihn gerade in den Rest gegeben. Einfach aufs Maul.